Excellencies. Exzellenzen, Podiumsteilnehmer, meine Damen und Herren, guten Nachmittag zusammen. Ich heiße Doreen Bolton-Morton. Ich bin die Leiterin des Telekommunikationsentwicklungsbüros bei der Internationalen Telekommunikationsunion, der ITU. Ich möchte Sie heute hier willkommen heißen, also bei der Fernmeldeunion, hier zu der Hauptsitzung des IGF, und wir schauen uns die Erreichung der SDGs, der nachhaltigen Entwicklungsziele im Zeitalter der Globalisierung an. Die Hälfte des Planeten ist jetzt online und das ist eine großartige Neuigkeit, ganz besonders für diejenigen, die einen Internetanschluss haben. Aber was ist mit dem Rest? Was ist mit den 3,6 Milliarden Menschen, die immer noch absolut abgekoppelt sind von einer Welt, die für uns alle hier etwas ist, das wir einfach so hinnehmen? Niemand von uns kann sich vorstellen, wie es ist, ohne das Internet zu leben. Und 50% der Menschen auf dem Planeten müssen aber damit umgehen können. Das Internet ist ein gutes Ökosystem, das wir auch für einfache Dinge nutzen, zum Beispiel um den Wetterbericht anzuschauen oder um etwas zu kaufen oder Spiele zu spielen. Wir nutzen es auch, um zum Beispiel uns einzuchecken für einen Flug. Aber wir sind eine kleine Gruppe von Privilegierten. Wir müssen uns daran erinnern, dass das Internet absolut umwerfende Auswirkungen haben kann für diejenigen, die noch keinen Zugriff haben auf Bücher, auf Zeitschriften oder die keinen Zugang haben zu Schulen, auf Krankenhäuser oder auch auf die Landwirtschaft. Die jetzt eben Arbeitsplätze suchen, die ein Unternehmen aufbauen wollen oder Zugang zu finanziellen Dienstleistungen brauchen. Das Internet hat unsere Welt verändert. Aber dieses Potenzial für den Wandel wird 1000-mal multipliziert durch, also dieses Potenzial ist noch sehr viel größer für diejenigen, die noch zurückgehalten sind und die noch keinen Zugriff haben auf die Macht der Information. Die internationale Gemeinschaft ist moralisch verpflichtet, sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang haben zu den gleichen Chancen. Niemand zurückzulassen in der heutigen Welt heißt, Zugriff auf IKT bereitzustellen. Der UN-Generalsekretär hat die Bedeutung der Technologie unterstrichen, auch für die Erreichung der SDGs und auch die Rolle des hochrangigen Panels. Das Wort Zusammenarbeit ist ganz zentral. Wir haben die ersten 50% der Welt ans Internet angeschlossen, und zwar durch Wettbewerb. Aber um die andere Hälfte anzuschließen, werden wir Zusammenarbeit brauchen. Wir werden auch neue Arten des Denkens brauchen, neue Denkansätze, wie man eben Konnektivität denen bringen kann, die noch nicht angeschlossen sind. Die Dienstleistungen, die für uns wichtig sind, sind für diese Menschen vielleicht nicht so wichtig. Meine Damen und Herren, wir haben heute Nachmittag ein wirklich tolles Podium. Wir werden die nächsten 2 Stunden so strukturieren, dass wir uns auf 3 Bereiche konzentrieren werden. Auf die Menschen, auf den Planeten und auf den Wohlstand. Wie kann die Digitalisierung die Erreichung der SDGs in all diesen Bereichen vorantreiben? Und ich möchte 2 unserer Experten einladen, Bemerkungen zu jedem dieser Bereiche zu machen. Dann wird es auch Kommentare der anderen Podiumsteilnehmer geben. Und dann werden wir auch das Publikum einbinden. Also das Publikum, das hier vor Ort ist, aber auch das Publikum, das online zugeschaltet ist. Bevor wir jetzt aber die Bemerkungen unserer Podiumsteilnehmer hören, haben wir noch einen Redner hier, einen hochrangigen Redner. Und ich möchte den Untersekretär Chen Menyu, den Untersekretär der UNDESA einladen, einleitende Bemerkungen zu machen. Untersekretär, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Doreen, für die Moderierung dieses Panels. Vielen Dank auch für die Einladung, etwas gegenüber dem Publikum hier zu äußern. Sehr geehrte Teilnehmer, meine Damen und Herren, es ist eine große Freude, etwas zur Erreichung der SDGs zu sagen im digitalen Zeitalter. Die Agenda 2030 ist unser Modell und das ist eben weiterhin eine Verpflichtung für die Regierung der Welt. Wir hatten die Möglichkeit, über das, was erreicht wurde, uns anzuschauen und auch das, was noch aussteht bei den SDGs. Viele Länder haben sich proaktiv eingebracht bei der Umsetzung der SDGs. Wir sehen Ergebnisse bei der Reduzierung der Armut und auch gute Ergebnisse bei der Bildung und bei der Gesundheit. Aber die geteilte Meinung ist auch, dass die internationale Antwort immer noch nicht zu genug Wandel führt. Klimawandel und eine große digitale und soziale Kluft. Die Technologien und das Internet haben die Art verändert, wie wir Informationen teilen haben, Industrien revolutioniert haben, auch viele Leben geretten und die Entwicklung vorangetrieben. Es besteht kein Zweifel daran, dass zum Beispiel auch künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge uns helfen können, die Ziele zu erreichen und das Leben aller zu verbessern. Wir müssen weitermachen und zeigen, wie wir einen guten Beitrag zu den SDGs leisten können. Das IGF ist eine wichtige Plattform dabei. Es gibt viele andere, zum Beispiel das STI-Forum und das WESIS-Forum, also den Weltinformationsgipfel, der auch von der ITU organisiert wird. Dieses Forum spielt eine einzigartige Rolle und diese Foren komplementieren sich auch gegenseitig. In all diesen Foren haben Sie bereits gehört, dass das Internet und die IKT interdisziplinär sind und helfen können, die SDGs zu erreichen. Das stimmt, aber diese Treibkräfte haben auch viele Herausforderungen für sich und sie schaffen auch neue Herausforderungen. Einige der dringlichen Themen und Herausforderungen für das Internet umfassen die digitale Kluft, Kapazitätsaufbau, Cybersicherheit, die Privatsphäre der Internetnutzer und auch die Menschenrechte, die im Internet geschützt werden müssen. Es gibt auch unvorhersehbare Risiken und wir beginnen gerade erst, diese zu sehen und die werden auch die Welt der Arbeit beeinflussen, die Sicherheit und das Wohl der Menschen in einer digitalen Gesellschaft. Wie überwinden wir die Herausforderungen und die Risiken? Wie stellen wir sicher, dass kein Land und kein Mensch zurückgelassen wird? Die positive Kraft des Internets und der IKT kann nur genutzt werden, wenn die Menschen Vertrauen haben in die Sicherheit und die Stabilität des Internets. Es ist auch absolut wichtig, Technologien zu priorisieren, die benötigt werden, um die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Es wurden Empfehlungen von einem hochrangigen Panel des UN-Generalsekretärs vorgelegt und das bedeutet, dass wir weiter zusammenarbeiten müssen und das volle Potenzial der technologischen Durchbrüche nutzen müssen. Sehr geehrte Teilnehmer, das IGF muss alle Menschen zusammenbringen, ganz egal, aus welcher Interessengruppe sie stammen und welchen Hintergrund sie haben. Wir müssen Punkte finden, wo wir die gleiche Meinung haben und dort, wo es Streitpunkte gibt, weiterarbeiten.
Das IGF will auch weiterhin ein wichtiges politisches Forum sein, um diese Themen zu adressieren. Hier in Berlin sehen wir, dass es auch weiterhin das Engagement der hochrangigen politischen Ebene gibt, auch der Unternehmen, der Zivilgesellschaft und der technischen Experten. Sie kommen hier zu dem Forum, um innovative politische Lösungen zu finden für die Herausforderungen, die es im Bereich des Internets und der Technologien gibt. Wir sollten dieses Engagement aufrechterhalten bei den zukünftigen Veranstaltungen des IGF. Es gibt jetzt ein Netzwerk von mehr als 100 Ländern und auch regionalen und nationalen Initiativen des IGFs. Die heißen die NREs. Und diese wurden in den letzten 2 oder 3 Jahren ausgeweitet. Der Multi-Stakeholder-Ansatz auf lokaler Ebene ist unabdingbar, wenn wir verstehen wollen, welche Themen es gibt und welche Ressourcen in einzelnen Gemeinschaften vorhanden sind. Wir müssen sicherstellen, dass es eben einen einheitlichen Ansatz gibt bei der Lösungssuche. Deshalb haben wir das Glück, dass wir diese offenen nationalen und regionalen IGF-Prozesse haben. Und wir haben noch mehr Glück, dass sie unsere Partner sind und dass sie unsere Vision weitertragen hin zu einem sicheren, offenen Internet für alle. Wir müssen diese Partnerschaften optimieren und auch die Chancen weiter verfolgen. Deshalb müssen wir auch bedenken, dass die nachhaltige Entwicklung ein globales Unterfangen ist, sowohl was die Entwicklung angeht, als auch die Ergebnisse. Und das Gleiche gilt auch fürs IGF. Die heutigen Herausforderungen, also größere Ungleichheit, Klimawandel und ein sehr schneller technologischer Wandel, erfordern von uns gemeinsame Anstrengungen und eine multilaterale Antwort, die stärker ist. Sie haben es schon oft gehört, das Internet und die Technologien sind unabdingbar, um die SDGs zu erreichen. Aber es gibt auch viele Herausforderungen. Wir müssen uns deshalb zusammentun, um die Sorgen aller zu adressieren. Und so können wir auch die Entwicklung dieser Technologien vorantreiben und sie einsetzen für das Wohle der Menschheit und so die nachhaltige Entwicklung eine Realität werden lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen eine produktive Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Untersekretär. Vielen Dank, dass Sie Ihre Vision geteilt haben mit uns und uns ein bisschen die Grundlage für die Diskussion hier gegeben haben. Sie haben einige der Chancen genannt und einige der Herausforderungen und natürlich auch einige der Risiken. Wie Sie gesagt haben, ist die nachhaltige Entwicklung wirklich ein globales Unterfangen, etwas, das uns alle betrifft. Deshalb möchte ich Ihnen und Ihrem Team dafür danken, dass Sie uns alle hier beim IGF zusammengebracht haben und dass Sie eben auch diesen Multi-Stakeholder-Ansatz voranbringen und sicherstellen, dass alle Gruppen einbezogen sind. Meine Damen und Herren, damit werden wir jetzt zur Podiumsdiskussion übergehen. Wir werden eben 3 Blocks haben hier als Struktur. Die Agenda 2030 ist ein Aktionsplan für die Menschen, für den Planeten und auch für Wohlstand. Deshalb beginnen unsere Diskussionen mit den Menschen. Sie wissen, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele sagen, dass die Welt Armut und Hunger beenden möchte in allen Formen, in allen Dimensionen und sicherstellen möchte, dass alle Menschen ihr Potenzial erfüllen können und zwar auch auf würdige Weise und in einer gesunden Umgebung. Das ist ganz wichtig, um eine nachhaltige Gesellschaft voranzubringen. Und der Generalsekretär, der UN-Untersekretär hat das sehr gut gesagt. Also im ersten Teil geht es um das SDG
1, um eben die Beendigung der Armut, Gesundheit und Wohlergehen, dann auch Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie alle kennen wahrscheinlich die SDGs auswendig. Dann Nummer 11, nachhaltige Städte und Gemeinden und 16, starke und transparente Institutionen. Unser erster Teilnehmer ist Alexandria Walden, unsere erste Teilnehmerin. Sie hat mit Menschenrechten zu tun und mit der Meinungsfreiheit und ist bei Google dort zuständig. Alexandra, vielleicht können Sie uns einige der Herausforderungen nennen, ganz besonders im Kontext der schnellen technologischen Entwicklung, also in allen Wirtschaften, aber auch für benachteiligte Gruppen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was sagen, wie man diese Herausforderungen überwinden könnte. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Google hier an diesem Gespräch teilnehmen darf. Also das ganze Unternehmen von oben bis unten zu den normalen Mitarbeitern. Wir denken darüber nach, wie unsere Produkte für die Welt sinnvoll sein können, damit alle Zugang zum Internet haben können. Ich denke sofort an die Rolle, also wie wir Menschenrechte in der Welt umsetzen können. Also dazu gehört Meinungsfreiheit, Privatsphäre, Diskriminierungsfreiheit und auch, wie uns das helfen kann, Fortschritte erzielen bei Gesundheit, bei der Bekämpfung der Armut und bei den anderen Themen, die in anderen Panels behandelt werden. Wenn ich an Menschenrechte denke, dann denke ich darüber nach, wie die Unternehmen eine Verantwortung haben, die Menschenrechte voranzubringen und auch eben das Rahmenwerk zu respektieren und zu achten, das es in diesem Bereich gibt und wie das eben mit diesen Zielen zusammenpasst. Einige andere haben das schon gesagt. Digitale Technologien und das Internet haben es ermöglicht, also der Menschheit große Fortschritte zu machen, Informationen zu bekommen in verschiedenen Bereichen. Für uns ist aber auch wichtig zu verstehen, wie wir sicherstellen, dass wir auch die Lektionen ziehen aus den Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind und sie anwenden für die Zukunft und wirklich versuchen, dass alle Menschen Zugang zum Internet bekommen. Aber den Schwerpunkt, den ich setzen möchte bei der Behandlung dieser Herausforderungen, also eben Privatsphäreschutz und so weiter, also da muss man sicherstellen, dass die Unternehmen der Privatwirtschaft sich auch an die Leitprinzipien der UN für Unternehmen und Menschenrechte halten. Und das hat auch damit zu tun, wie wir über Menschenrechte in unseren Unternehmen nachdenken sollten. Wir denken auch über die Umwelt nach und über Menschen und auch wie eben Menschen unsere Produkte nutzen. Und die SDGs sind eben die Art und Weise, wie wir das umsetzen können. Also diese Prinzipien helfen uns, individuelle Produkte zu betrachten und uns anschauen, wie sie genutzt werden in der Welt. Und eben zu schauen, wie man Schaden abwenden kann und uns die Vorteile anschauen können, diese Produkte. Diesen Punkt möchte ich nochmal herausheben. Also, dass wir sicherstellen müssen, welche Rahmenwerke es bereits gibt, wenn wir uns eben den Herausforderungen der Vergangenheit widmen. Man sollte das Kind nicht mit dem Badewasser ausschütten, sondern man sollte sich die Rahmenwerke, die bestehen, anschauen und man sollte auch Multi-Stakeholder-Ansätze pflegen. Ich denke, was wir gelernt haben, ist Folgendes: Unternehmen allein oder Regierungen alleine und die Zivilgesellschaft alleine kann das nicht schaffen. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen uns die Auswirkungen anschauen und die Vorteile und die Nachteile. Und wenn wir das tun, dann können wir sehen, was die Technologie alles schaffen kann. Das möchte ich noch einmal unterstreichen. Also das ist eine Art und Weise, wie wir eben Technologie nutzen können. Vielen Dank dafür. Jetzt geht es zu seiner Exzellenz, dem Vizeminister für IKT von Paraguay, Miguel Martin. Ich hatte schon einmal die Möglichkeit, Ihr wunderbares Land zu besuchen vor ein paar Wochen und habe einige auch der Schulen dort besucht, außerhalb von Asunción. Sehr geehrter Herr Vizeminister, vielleicht können Sie Ihre Erfahrungen mit uns
Teilnehmenden, Sie kommen aus dem Land ohne Anschluss an die See und Sie können vielleicht einige Ihrer Erfahrungen teilen und auch ein bisschen den Kontext beschreiben und wie Sie versucht haben, die Digitalisierung voranzutreiben. Vielen Dank. Erstens möchte ich sagen, dass wir uns sehr über die Einladung freuen, also dass wir als Land hier vertreten sein dürfen. Und das ist das erste Mal, dass wir hier wirklich eine große Delegation beim RGF haben, also 10 Leute. Und wir haben verschiedene Interessengruppen, die dort vertreten sind, also Regierungsvertreter, auch Vertreter des Kongresses und auch der Zivilgesellschaft. Also das ist wirklich gut. Wenn es um das Internet geht, als eine Notwendigkeit für alle Menschen und für die Welt, dann sehen wir da eine große Herausforderung für uns, nämlich wir sind ein Land, das keinen Anschluss zur See hat. Das heißt, wir haben jetzt keine Möglichkeit, uns an diese Unterwasserkabel anzuschließen. Wir müssen also mit unseren Nachbarländern reden, zum Beispiel Argentinien und Brasilien, um eben bessere Lösungen zu finden für bessere Bandbreite und auch wir wollen bessere Preise für Zugang zum Internet für alle. Über diese Situation haben wir bereits besprochen, als Sie unser Land besuchten, und wir finden jetzt auch Lösungen. Also wir müssen natürlich diplomatische Kanäle nutzen, aber das könnte auch ein Vorteil für andere sein. Also uns vielleicht nichts Gutes anzubieten. Also es ist wirklich sehr schwierig, Glasfaserkabel aufzubauen und die Infrastruktur aufzubauen und da wirklich die besten Lösungen zu finden. Und wie Sie schon gesagt haben, wir haben jetzt diese digitale Agenda. Das ist ein Projekt, mit dem wir wirklich diese Infrastruktursituation angehen wollen. Ich persönlich habe auch an anderen Projekten im Bereich IKT teilgenommen. Und ich möchte dazu sagen, dass ich auch ein Projekt mitbegründet habe. Und da habe ich wirklich gesehen, dass es nicht genug ist, Kindern einfach nur Computer zu geben. Ich war auch ein Freiwilliger in Ruanda, in Afrika, und habe da ein Projekt geleitet. Und es ging darum, die Qualität von Bildung zu erhöhen. Und auch da haben wir gesehen, dass einfach nur die Infrastruktur aufzubauen nicht genug ist. Über das Internet möchte ich nicht so in dieser Weise nachdenken. Ich denke, das Internet an sich gesehen ist schon eine gute Lösung, wenn man eben allen Menschen die Möglichkeit gibt, auf Kommunikation, auf Informationen zuzugreifen. Und das gilt auch für Länder, die versuchen, ihre Demokratie zu stärken. Auch für diese Länder ist das ein sehr wichtiges Thema. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte jetzt mich den anderen Podiumsteilnehmern zuwenden und fragen, ob sie auch Kommentare haben zu dem, was Miguel und Alexandra gesagt haben. Danach öffne ich dann wirklich auch die Fragen aus dem Publikum. Melissa, wollen Sie zuerst etwas dazu sagen? Also ich denke, eine Sache, was Sie gesagt haben, ist ganz wichtig, nämlich dass das Aufbauen von Infrastruktur nicht das Wichtigste oder nicht das Einzige ist, was funktioniert. Mir ist digitale Kompetenz und digitale Intelligenz sehr wichtig. Also wenn die Menschen Anschluss ans Internet zu bekommen, dann ist es wichtig, dass sie die richtigen Fähigkeiten haben, dass sie gute Fähigkeiten haben, damit sie das Internet auch gut nutzen können. Und ja. Das ist für mich wirklich so ein wichtiger Teil dessen, was es bedeutet, ans Internet angeschlossen zu sein und auch was es bedeutet, Konnektivität zu gewährleisten. Ja, ich möchte etwas zu Melissas Kommentar sagen. Also, wenn es darum geht, Zugang zu geben an denjenigen, die weniger privilegiert sind. Im Jahr 2017 hat Google etwas in Nigeria aufgebaut. Also man hatte keinen Zugang zum Internet, man hatte keine ISP-Adresse, also wenn man keine ISP-Adresse hatte, dann konnte man nicht zugreifen. Also man
also man konnte auf das Internet zugreifen, ohne einen ISP-Provider zu haben. Also so hat es Google den Menschen in Nigeria ermöglicht, Zugang zu bekommen. Also ohne einen Internetdienstanbieter Zugang zum Internet zu bekommen. Und Google könnte das auch auf andere Bereiche ausweiten. Zum Beispiel in Nigeria ist es ein bisschen ähnlich wie mit dem Problem in Paraguay, obwohl Nigeria Anschluss an die See hat. Also Sie haben über diese Kabel gesprochen und über die Glasfaserkabel. Also ich denke, die Technologie kann sich so verbessern, dass auch Benachteiligte aufs Internet zugreifen können. Jetzt an Luis, aber vorher hätte ich Sie vielleicht alle vorstellen sollen. Also Melissa Sassi ist die Vorsitzende der IEEE und der Gruppe für digitale Kompetenzen und ist auch zuständig für das Startup-Programm. Und Olumide Babalola ist der leitende Direktor seines Unternehmens und die setzen sich ein für Menschenrechte und für die Privatsphäre. Luis Neves ist ein Mitglied von JC und arbeitet im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und Gisa arbeitete früher bei mir bei der Fernmeldeunion. Jetzt ist sie aber die Generalsekretärin für die Commonwealth Telecommunications Organisation. Und bei der ITU hat sie dann davor gearbeitet. Und davor war sie stellvertretende CEO im IKT-Ministerium von Samoa. Luis, wollen Sie einige Bemerkungen machen zu dem Teil über die Menschen hier in unserer Diskussion? Ja, ich möchte einige Themen ansprechen, gerade angesichts eines kürzlichen Berichts, den wir zum Thema Digitales herausgegeben haben. Das ist etwa 6 Monate lang erfolgt. Also wir haben 6 Monate lang diesen Bericht vorbereitet und wir haben mit 160 Personen zusammengearbeitet innerhalb der GESI. Und wir haben das getan, um eben den Zusammenhang mit der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele, der nachhaltigen Entwicklungsziele zu überprüfen. Und daraus möchte ich jetzt in meiner kurzen Ansprache vortragen. Also wir haben diese Debatte über die Menschenrechte, über Privatsphäre, über Sicherheit. Und einer der wichtigsten Bereiche, der in diesem Bericht herausgestellt wird, ist eben der Zusammenhang zwischen Menschenrechten, Privatsphäre und Sicherheit. Und das wird absolut entscheidend sein in diesem Kontext. Denn wenn man sich die Entwicklungen ansieht, die voranschreiten, dann stellen wir fest, dass bestimmte Dinge im Interesse der wenigen missbraucht werden. Und das müssen wir berücksichtigen. Die Technologien an sich sind wunderbar, sie sind fantastisch und sie alleine können über 20% Beitrag zu der Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele leisten. Aber gleichzeitig müssen wir eben auch sehen, dass wenn wir sicherstellen wollen, dass es das nötige Vertrauen in die Technologien gibt, dass wir dann eben auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen müssen. Und das bedeutet, sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden für die Art, in der sie diese Technologien zur Verfügung stellen. Der zweite Punkt, den ich herausstellen möchte in Zusammenhang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen, ist folgender. Das, was entscheidend ist für die Erzielung der Ziele, ist erst einmal die Anbindung der Menschen an das Internet. Und wenn die Hälfte der Weltbevölkerung noch immer keinen Zugang zum Internet hat, dann stellt sich doch die Frage, wie stellen wir sicher, dass sich das ändert? Und dafür müssen wir möglicherweise noch einmal zurückgehen auf ein Konzept, das es schon in der Vergangenheit gab, nämlich ging es um den universalen Zugang. Und
Früher stand das wirklich in der Verantwortung der Regierung. Also wir reden hier von den alten Technologieformen. Das war ganz klar eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Und jetzt stellen wir fest, dass es viele privatwirtschaftliche Unternehmen gibt, die sich auf diesem Gebiet tummeln. Das ist an sich gut, aber wir müssen auch sicherstellen, dass diese 3,6 Milliarden Menschen tatsächlich dann technologisch angeschlossen werden. Denn das wird absolut entscheidend dafür sein, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele erreicht werden können und dass es Wohlstand in der ganzen Welt geben wird. Absolut. Vielen Dank, dass Sie noch einmal darauf hingewiesen haben, dass 1980 es bereits den Bericht von Sir Donald gab. Vielleicht erinnern sich manche von uns noch daran. Da ging es darum, oder es wurde gesagt, wie weit Menschen laufen mussten, um einen Telefonanschluss zu haben. Das wurde in Stunden und Tagen angegeben. Und jetzt sprechen wir natürlich nicht mehr über Festnetzanschlüsse. Also ich finde das ein gutes Argument, das Sie vorgebracht haben. Und die Frage ist natürlich, wie man das erreicht. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat gestern den IGF eröffnet und er sprach davon, dass es eine gemeinsame Priorität aller sei, diesen universalen Zugang zum Internet bis 2030 sicherzustellen. Und dass es eben eine gemeinsame Verantwortung der öffentlichen wie der privaten Hand sei. Gisa, möchten Sie vielleicht noch kurz etwas dazu sagen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie mich hierhin eingeladen haben. Wenn Sie sich das einmal anhören, dann fällt einem doch ganz klar ein, dass es etwas gibt, was diese Herausforderungen alle gemeinsam haben. Es sind globale Herausforderungen, die globale Lösungen bedürfen. Und wie erreichen wir das? Durch Zusammenarbeit, durch Kommunikation und durch bessere Koordinierung. Vielen Dank. Wunderbar. Ich eröffne jetzt das Podium für Fragen und Kommentare und ich möchte Sie dazu einladen, darauf einzugehen, was Sie jetzt gehört haben. Und es geht natürlich um Menschen in diesem Teil unserer Diskussion. Gibt es Fragen? Wir haben Mikrofone hier, 4 Stück verteilt im Raum. Wenn Sie also einen Kommentar abgeben möchten oder eine Frage stellen möchten, dann nähern Sie sich einfach einem der Mikrofone und stellen Sie sich vor. Es scheint so sein, dass es hier eine erste Wortmeldung gibt. Merlin, möchten Sie sich vielleicht vorstellen? Bitte. Mein Name ist Merlin Fang. Ich vertrete People-Centered Internet. Ich bin eine der Mitgründerinnen dieser Organisation und ich bedanke mich für die Wortbeiträge der Diskutanten. Ich finde, diese Beiträge waren sehr inspirierend. Wir müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Und das hören wir ja wirklich in jeder einzelnen Sitzung. Wir müssen zusammenarbeiten. Ja, wir müssen es aber auch tun. Wir müssen es wirklich einüben. Wir stehen noch ganz am Anfang einer langen Reise. Und wir müssen jetzt anfangen, wirklich auf den Instrumenten zu spielen und einander zuzuhören, so wie das auch ein Orchester tut. Und momentan sehe ich nicht, dass wir die nötigen Instrumente dafür entwickeln, um diese große Kluft zu überwinden. Wir hören immer wieder, ja, wir brauchen den Elefanten. Der Elefant ist im Raum, aber wir bauen ihn einfach nicht auf. Das wollte ich nur kurz beitragen. Das haben Sie schön ausgedrückt. Vielen Dank, Merlin. Wir können sehr viel über Zusammenarbeit reden, aber es wird Zeit, dass etwas geschieht und dass wir das auch tun. Wunderbarer Kommentar. Vielen Dank. Möchte noch jemand etwas sagen? Ja, dort gibt es eine Wortmeldung. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Vielen herzlichen Dank. Ich heiße Fernando. Ich bin ein Forscher aus Brasilien. Ich habe eine Frage und einen Kommentar. Und ich frage mich, wie man tatsächlich die Menschenrechte durchsetzen kann, wie man die nachhaltigen Entwicklungsziele durchsetzen kann, und zwar in Unternehmen. Denn momentan gibt es ja gerade einen großen Skandal. Es gibt diese Datensammlung, dann gibt es den Skandal Cambridge Analytica und wirklich nach sich gezogen haben diese Skandale nicht besonders viel. Und es ist tatsächlich so, dass hier Menschenrechte beschädigt werden, in Mitleidenschaft geraten. Und
wenn man sieht, dass es Unternehmen gibt, die die Menschenrechte tatsächlich brechen, wenn es dazu auch Berichte gibt von Nichtregierungsorganisationen im Bergbau beispielsweise, wenn es also Berichte gibt, die wirklich aufdecken, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt, und wenn diese Berichte dann im Internet auftauchen, dann ist das Ganze irgendwie unberührbar, unnahbar. Und mein Kommentar geht in folgende Richtung. Ich möchte gerne verstehen, wie man tatsächlich diese Unternehmen zur Rechenschaft ziehen kann, denen es ermöglicht wird, Menschenrechte zu brechen und den Fortschritt in Bezug auf die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele zu bremsen. Frieden und Fortschritt, Frieden und Gerechtigkeit, das sind ja ganz grundlegende Ziele. Soweit zu meinem Kommentar. Und vielleicht können Sie darüber ein bisschen nachdenken. Vielen Dank, Fernando. Luis, möchten Sie kurz einsteigen und dann Alexandra. Von meiner Seite auch einige Kommentare. Das ist ein Thema, was ich schon vorher angesprochen habe. Wir müssen sicherstellen, dass es Vertrauen und Verantwortlichkeit gibt. Und das bedeutet, Unternehmen müssen Verantwortung auf sich nehmen, damit die Menschen ihnen vertrauen. Was wir getan haben in der Initiative für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele ist, dass wir diese Themen sehr genau studiert haben. Wir haben erst jetzt einen Bericht, Enabling Rights genannt, herausgebracht, wo wir uns eben all die verschiedenen Technologien ansehen und auch die Frage, wie diese Technologien tatsächlich genutzt werden können, um bestimmte Themen zu lösen. Wir haben erst vor kurzem in New York Vertreter von Oxfam, Amnesty International, Human Rights Watch und anderen zusammengebracht, die dort mit Unternehmen entsprechende Herausforderungen diskutieren konnten. Wir arbeiten an Lösungen dafür, aber es ist letztendlich eine Initiative der Industrie. Es gibt noch weitere Dimensionen, die geschehen müssen. Also wenn man sich das Ganze aus politischer Sicht ansieht, dann ist es so, dass die Politiker auch natürlich sich mit diesen Themen beschäftigen müssen und Unternehmen müssen das auch tun. Das heißt, das sollten vor allem auch Unternehmensverbände tun in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. All sie sollten an Lösungen arbeiten. Es gibt eine Plattform Innovative Network for Human Rights. Und dieses Netzwerk arbeitet an Lösungen, mit denen dann entsprechende Herausforderungen auch angegangen werden können in Zusammenarbeit. Vielen Dank, Luis, Alexandra. Bevor ich jetzt zu Ihnen komme, möchte ich darauf hinweisen, dass wir auch eine Frage von außerhalb des Raums haben, die online eingegangen ist. Können wir das kurz hören? Ja. Wenn wir einmal ganz schnell umschalten können und die Person zuschalten können. Könnten Sie sich kurz vorstellen und Ihre Frage oder Ihren Kommentar abgeben? Wenn die Technologie uns nicht im Stich lässt. Benjamin, wir können Sie nicht hören. Können wir die Frage vielleicht vorlesen? Ich bitte ihn, dass er das Ganze schriftlich stellt und dann werden wir es vorlesen. Vielleicht hören wir dann noch von Benjamin. Alexandria, zunächst einmal Sie. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, die zu tun haben, sowohl mit unserer Art der Zusammenarbeit, aber auch mit Arten, in denen man Rechenschaftspflicht durchsetzen kann. Erstens geht es darum, dass es wichtig ist, dass alle über die Global Network Initiative Bescheid wissen. Das ist ein Netzwerk für Unternehmen, für Investoren, die verantwortlich handeln wollen, und für zivilgesellschaftliche Organisationen. Also verschiedene Stakeholder, die zusammenkommen, um sicherzustellen, dass Unternehmen tatsächlich die Menschenrechte wahren bei ihren Geschäften. Da gibt es eine ganze Reihe von wichtigen Lernkurven, die da geschehen, und es gibt auch einen entsprechenden Rechenschaftsmechanismus. Das ist ein Beispiel dafür, was wir in der Industrie gemacht haben, damit Unternehmen über inzwischen 10 Jahre tatsächlich lernen können, wie man sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzt und wie man sie umsetzt in den Produkten und in der öffentlichen Politik. Und ich möchte immer wieder hinweisen auf die UN-Leitlinien und das Rahmenwerk, das diese schaffen, denn
es gibt einfach eine Verantwortung auf Seiten der Regierungen. Diese müssen einen Rahmen schaffen, in dem sich Unternehmen dann verantwortlich auch verhalten. Und andersherum haben dann Unternehmen die Verantwortung, Menschenrechte auch umzusetzen. Und das bedeutet, es gibt eben auch diese Menschenrechts-Due Diligence und die entsprechenden Impact Assessments, also die Folgenabschätzungen von unternehmerischem Handeln. All das ist wichtig, wann immer Produkte auf den Markt gebracht werden. Die Regierungen wiederum sind verpflichtet dazu, sich auch mit den Unternehmen auseinanderzusetzen und das auch zu überprüfen, dass entsprechende Arbeiten geleistet werden. Das heißt, diese Art der gegenseitigen Kontrolle, das ist auch in anderen Bereichen der Fall. Vielen Dank. Miguel, möchten Sie etwas sagen? Ja, ich glaube, Ihre Fragen und Ihre Kommentare greifen eigentlich wieder das auf, was wir gestern schon gehört haben, den Schutz der Menschenrechte als einer gemeinsamen Verantwortung. Also es gibt die Datensubjekte, es gibt die Datensammler, es gibt die Datenverarbeiter und wir alle haben unsere Verantwortungen und unsere Pflichten und wir alle haben Gesetze. Und natürlich ist es so, dass die europäische Datenschutzgrundverantwortung sehr klar die Verantwortung festlegt und es gibt Mechanismen zur Durchsetzung, zur Rechtsdurchsetzung und zur Vergleichung. Und ich habe erfahren, dass Brasilien auch ein entsprechendes Datenschutzgesetz hat. Das heißt, ich spreche jetzt als Jurist und es ist für uns alle wichtig, sicherzustellen, dass gerade die Datensubjekte dann auch die Datenverarbeiter und die Datensammler immer wieder in Frage stellen und auch immer wieder darauf hinweisen, wenn die Privatsphäre oder sonst irgendein Grundrecht verletzt wird. Und dann müssen wir sie zur Rechenschaft ziehen. Wir müssen es also tatsächlich nicht nur mit Worten tun. Manche sagen, wir brauchen immer nur sprechen, sprechen, sprechen. Nein, ich glaube, gerade in der entwickelten Welt ist es sehr wichtig, für Unternehmen einfach da zu sitzen und nichts zu tun. Wir gehen öfter vor Gericht in unseren Ländern und ganz oft bekommen wir dann tatsächlich auch Recht und einen Ausgleich. Mir geht es mit meinem Kommentar darum, dass wir alle eine Verantwortung haben, wenn wir tatsächlich Technologien nutzen, die uns zur Verfügung stellen. Wo immer ich in der Welt bin, sehe ich verschiedene Definitionen davon, was Medien Kompetenz bedeutet. Und man kann sich kaum darauf einigen, was gelehrt werden sollte und was die Menschen wissen sollten, um tatsächlich digital gebildet zu sein. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, da einen gewissen Kodex zu haben und dass alle verstehen, dass wann immer sie Daten teilen, dass sie sich eben auch Gedanken darüber machen, was mit diesen Daten geschehen könnte und welche Risiken das nach sich ziehen kann. Herr Staatssekretär? Ich glaube, hier möchte sonst jetzt niemand etwas sagen. Gut. Ich glaube, wir als Länder tun schon sehr viel zur Zusammenarbeit. Und allein die Teilnahme an dieser Versammlung führt ja schon dazu, dass wir einen neuen Blickwinkel einnehmen und den dann auch zurück mit in unser Heimatland nehmen. Ich persönlich sehe die Dinge jetzt anders als vorher, einfach nur, weil ich zugehört habe. Ich habe anderen Politikern aus anderen Ländern zugehört. Ich stelle fest, dass sie Dinge anders machen als wir. Und allein das ist ein großer Schritt hin zu korrektem Handeln. Und ich möchte mich daher noch einmal dafür bedanken, dass wir hier diese Versammlung haben. Vielen Dank, Lisa. Ganz schnell nur. Jedes Land hat Gesetze und das ist uns bekannt. Und ich würde sagen, jedes Land hat inzwischen auch eine Menschenrechtsgesetzgebung. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen, jede Organisation, das in diesem Land, die in diesem Land aktiv ist, sich auch an diese Gesetze halten muss. Das Problem besteht dann, wenn tatsächlich die Unternehmen gar nicht in diesem Land anwesend und ansässig sind. Wenn man also zum Beispiel Over-the-Top-Technologies hat. Was also mit WhatsApp, mit Viber und all diesen Over-the-Top-Technologien? Das ist doch die wahre Herausforderung. Und die Organisation des Commonwealth für die Telekommunikation hat eine entsprechende Studie durchgeführt. Gibt es hier jemanden aus Uganda? Nun, dann wissen Sie sicherlich, dass Uganda tatsächlich ein Gesetz zu OTT herausgegeben hat.
Und vielleicht gibt es ja die Gelegenheit, falls jemand anwesend ist, darüber hier zu berichten. Tatsache ist jedenfalls, dass das nur dazu führt, dass die Menschen dann das WLAN einfach nutzen und die Apps nutzen. Und die Regierung bekommt keinen Cent. Denn wenn schon der Betreiber kein Geld bekommt von den Over-the-Top-Technologien, dann fehlt einfach den Regierungen das Steueraufkommen. Vielen Dank, Gesa. Haben wir jetzt die Gelegenheit, von Benjamin zu hören? Wir versuchen es noch einmal. Wenn nicht, dann können wir die Frage vorlesen. Wir haben inzwischen zwei Fragen. Ja, ich weiß, dass die Zeit schon fast abgelaufen ist für das erste Segment, aber versuchen wir es. Benjamin, hallo? Ja, hallo. Wir können Sie jetzt hören. Benjamin, bitte. Gut. Einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Benjamin und ich bin ein Forscher in Namibia. Und was jetzt den Zusammenhang zwischen den nachhaltigen Entwicklungszielen und dem Internet angeht, habe ich die Ansicht, dass eins immer vernachlässigt wird. Und zwar bei der Diskussion über die Internet Governance. Wann immer wir über das Internet sprechen, sollten wir immer uns auch fragen, wenn wir zum Beispiel Verbesserungen im Gesundheitssystem haben wollen, warum sagen wir dann nicht, wie können wir das Internet nutzen, um die Gesundheit zu verbessern? So könnten wir tatsächlich Menschen erreichen und dazu motivieren, das Internet zu nutzen. Und ich glaube, damit könnten ganz viele nachhaltige Entwicklungsziele auch erreicht werden, wenn man sich wirklich auf Themen konzentriert, also Zugang, Bildung, all diese anderen Themen. Denn das Internet ist nicht das Internet um das Internet willen. Das Internet ist ein Mittel zum Zweck. Und das wäre mein Argument. Das ist das Argument, was ich vorbringen möchte. Wir sollten das Internet nicht zur Priorität machen, sondern andere Themen, die... Gut, offensichtlich ist hier die Verbindung abgebrochen. Aber ich glaube, Benjamin, falls Sie uns noch hören können, dass wir verstanden haben, was Sie sagen wollten. Und ich persönlich stimme Ihnen komplett zu. Manchmal muss man tatsächlich ein wenig die Themenrichtung ändern und sich nicht nur auf das Internet um des Internets willen konzentrieren, sondern um das Internet als Zweck für bessere Gesundheit, für bessere Bildung und so weiter und uns diese Themen ansehen. Und es gibt natürlich extrem viele Beispiele davon, bei denen Länder, Unternehmen und die Zivilgesellschaft die Technologie dazu nutzen, um die einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Vielen Dank für diesen wirklich guten Kommentar. Gibt es, gab, glaube ich, noch einen zweiten. Ja, wir haben John Philipp, einen Juristen. Die kann ich Ihnen kurz vorlesen. Nach dem Absatz 3 des Hochlevel Report einige Fragen aufgeworfen hat im Zusammenhang des Schutzes der Kinder, möchten wir fragen, was getan werden soll, um die Kinder besser zu schützen. Diese Frage kommt von Rabbi Shalom Alash. Okay. Hat jemand von Ihnen dazu etwas zu sagen? Ich glaube, Benjamin hat wirklich sehr klar gesagt, was er sagen wollte. Möchte jemand die Frage des Kinderschutzes aufgreifen? Melissa? Aus meiner Sicht ist es so, dass uns schon das alles, was ist klar, dass ich immer über Medienkompetenz gesprochen habe, in jedem meiner Kommentare. Und ich glaube, das gilt auch für junge Menschen, wenn sie das erste Mal online gehen. Und vielleicht sind sie nicht beaufsichtigt. Und es ist wichtig, dass die Kinder verstehen, was es bedeutet, sich sicher im Internet zu bewegen. Ich kenne jetzt diese Publikation nicht, auf die sich der Fragesteller bezogen hat, aber ich kann allgemein sagen, dass wir unseren Kindern beibringen müssen, dass das Internet bestimmte Vorteile hat, aber dass es auch Gefahren gibt. Vielen Dank. Viele von Ihnen wissen, dass wir viele Jahrestage feiern, den Fall der Berliner Mauer, die Schaffung des Internets, dann auch die UN-Kinderrechtskonvention. Und es gibt eine ganze Reihe von Diskussionen innerhalb der UN-Familie und außerhalb der UN.
Und es gibt wirklich entsetzliche Zahlen, was jetzt die online sexuellen Ausbrauch, aber auch Mobbing und Ähnliches im Internet gibt. Das heißt, da gibt es sehr viel Bedenkliches und die internationale Fernmeldeunion und andere arbeiten zusammen an Leitlinien zum Schutz von Kindern. Und wir würden Sie dazu aufrufen, sich, falls Sie es noch nicht getan haben, in diese Diskussion einzubringen. Vielleicht möchten Sie auch noch einen Kommentar abgeben, aber wir kommen gleich noch zu dem Thema zurück. Vielleicht haben wir noch ein paar allgemeinere Bemerkungen. Also jetzt zunächst einmal bewegen wir uns vom Thema Menschen zum Thema Erde. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es so, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele die Erde schützen sollen, damit dieser Planet auch die zukünftigen Generationen unterstützen kann. Und die Frage ist, hier zu erkennen, wie entscheidend der Klimawandel ist für die globale Entwicklung. Und die digitalen Technologien haben hier eine ganz entscheidende Rolle zu spielen beim Umweltschutz, bei der Umkehr negativer Entwicklungen. Wir konzentrieren uns an dieser Stelle auf eine Reihe der nachhaltigen Entwicklungszielen, also die für sauberes Wasser, saubere Energie, verantwortungsvolle Nutzung und Verbrauch, dann Landnutzung und Klima. Und ich möchte mit Ihnen, Luis, beginnen. Wie ich schon gesagt habe, ist Luis Vorstandsvorsitzender von Jesse. Luis, wenn Sie uns vielleicht Ihre Folien zeigen wollten. Das hatten Sie ja vor, um uns zu zeigen, wie tatsächlich die digitalen Technologien genutzt werden können im Kampf gegen den Klimawandel. Vielen Dank, Luis. Herzlichen Dank, Doreen. Ich halte mich hoffentlich an meine Redezeit von 5 Minuten. Ich habe bereits vorher genannt, dass wir recht umfangreiche Forschung durchgeführt haben. Und diese Forschung hat dann zu diesem Bericht hier geführt. Und ich würde Sie dazu einladen, einmal sich einen Monat Zeit zu nehmen, um die 500 Seiten des Berichts in Gänze zu lesen. Es gibt mehr als 500 Fallstudien, die wir ausgewertet haben. Und es gibt eine ganze Reihe von Dokumenten, die sich mit 7 verschiedenen Technologien beschäftigen, also digitale Zukunft, 5G, die digitale Realität, IoT, Blockchain, Cloud und so weiter beschäftigen. Dann Maschinenlernen, künstliche Intelligenz, schnelles Internet. Also wir haben alle diese Technologien in Zusammenhang gebracht mit den nachhaltigen Entwicklungszielen und wir haben eine ganz außergewöhnliche Gruppe von Experten zusammengebracht, wie Jeffrey Sachs und Gabriel, dann auch den verschiedenen Direktoren, auch aus UN-Organisationen. Wir haben also wirklich ganz hervorragende Technologieunternehmen mit eingebunden und all das hat gezeigt, ja, ich stelle gerade fest, Sie können das wahrscheinlich hier nicht lesen aus der Ferne, aber wir haben uns diesen Zusammenhang einmal angesehen und haben festgestellt, dass diese Technologien tatsächlich 103 der 109 Entwicklungsziele erreichen können. Und da gibt es also eine ganz starke Überschneidung. Wir haben qualitative und quantitative Bewertungen durchgeführt und haben dann Schlussfolgerungen getroffen. Und wir haben festgestellt, wo die wesentlichen Dinge erreicht werden können. Aber wir haben auch externe Faktoren festgestellt. Und kurz gesagt haben wir festgestellt, dass die Technologien Wachstum generieren werden, dass sie eine positive Auswirkung auf den Arbeitsmarkt haben werden, auf die Beschäftigung, dass es aber auch negative Auswirkungen gibt, nämlich Dinge wie Treibhausgasemissionen oder E-Abfälle oder auch nicht nachhaltigen Konsum. Ich habe bereits genannt, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele bis 2030 erreicht werden sollen und dass das in ganz vielen Fällen der Fall sein wird aufgrund von Technologie. Und oft ist es so, dass die Kurve nicht so verläuft, wie wir es haben wollten. 30% der SDG sind tatsächlich sogar so, dass sie gerade nicht erreicht werden, sondern dass es eine negative Entwicklung gibt. Aber 22% laufen gut. Bei denen, wo es momentan schlecht läuft, ist es so, dass Technologien 25% Verbesserung durchführen könnten. Wenn wir uns jetzt mit dem Thema Klimawandel beschäftigen, das ist ja tatsächlich das Thema dieses Panels,
Dann haben wir bei Jesse Folgendes getan. Wir haben seit 2008 uns angesehen, wie der Zusammenhang zwischen Technologien und Klimawandel ist. Und wir hatten drei Leitfragen. Zunächst einmal der Fußabdruck der Technologien, zweitens, welche Dinge durch Technologien ermöglicht werden und dann auch drittens der Unternehmenswert. 2008 haben wir einen Bericht Smart 2020 herausgebracht und damals stellten wir fest, dass die Technologien einen 5,5-mal größeren Einfluss haben werden als unser eigener Fußabdruck. 2012 haben wir dieselbe Studie durchgeführt und der Faktor lag dann bei 1 zu 7. Wir haben das 2015 gemacht, da lag der Faktor bei 1 zu 10. Das bedeutet also, der smarte 2030-Bericht von 2015 kam dann zu dem Schluss, dass tatsächlich die Technologien die Treibhausgasemissionen um 20% senken könnten. Aber unser letzter Bericht zeigte dann zunächst einmal dasselbe durch die Technologien, die ich Ihnen genannt habe. Tatsächlich zeigt der Bericht, dass unser Fußabdruck 2030 bei einer Gigatonne CO2 liegen würde. 2008 waren es noch 1,4 Gigatonnen CO2. Das heißt also, dass es tatsächlich eine Absenkung gibt. Soweit zu den guten Nachrichten, aber das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt uns ausruhen können auf unseren Lorbeeren. Tatsächlich ist es so, wir müssen investieren in grüne Energien zum Beispiel. Und wenn wir uns ansehen, was dort geschieht, bei Datenzentren und so, die sollten von grüner Energie angetrieben werden. Das heißt, da muss etwas getan werden. Aber ich glaube, das Interessanteste tatsächlich ist, je mehr man Technologien einsetzt, desto besser kann man auch den Klimawandel bekämpfen. Und das ist etwas, was wir für jede Industrie, für Energie, Landwirtschaft, Logistik und so weiter, für jeden einzelnen Sektor festgestellt haben. Das also nur als Anstoß für die Debatte. Und ich denke, danach haben wir dann noch die Gelegenheit, noch etwas mehr darüber zu sprechen während der Diskussion. Hervorragend, vielen Dank. Das war sehr klar. Und es ist immer so großartig, wenn man etwas wirklich messen kann. Denn wenn wir etwas messen können, dann können wir auch konkret Dinge verändern. Das hat mir also gut gefallen, wie Sie die digitale Welt mit 103 spezifischen Zielen von den 169 verbunden haben. Vielen, vielen Dank. Gisa, zu Ihnen. Ich hätte gerne Ihre Perspektive auf die Commonwealth-Länder und IKT. Wie können wir digitale Technologien nutzen, um eine sauberere Produktion und nachhaltigere Landwirtschaft zu fördern und die Umwelt gleichzeitig zu schützen? Dankeschön. Wenn wir über den Planeten, über die Erde sprechen, dann sprechen wir über Land, die Meere, den Raum und vor allem die Menschen. Wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann sieht man die industrielle Revolution und man kann sagen, wow, seitdem sind wir wirklich weitergekommen. Es brauchte 150 Jahre, bis alle Bereiche der Welt Telefonanschlüsse hatten. Und beim Internet hat das nur 5 Jahre lang gedauert. Das ist die Macht der Technologie. Im Commonwealth unterstützen wir die Commonwealth-Länder darin, Politik zu entwerfen, Gesetze zu erlassen, die sich drehen um den bezahlbare und sichere Nutzung und den Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologie und eben zur digitalen Wirtschaft. Die Technologie hat einen riesigen Effekt und in den Commonwealth-Ländern leben 2,4 Milliarden Menschen, das heißt ein Drittel der Weltbevölkerung. Die Technologie ist hilfreich in der Landwirtschaft. Wir brauchen als Menschen Lebensmittel, um hier zu sein. Dafür brauchen wir die Landwirtschaft. Und die Technologie kann uns helfen, neue Möglichkeiten der Lebensmittelproduktion zu entwickeln. Nahrung
die die Menschen brauchen, um zu überleben. Und wenn wir uns Studien anschauen von der FAO, von der Weltbank zum Beispiel, dann sehen wir, dass ungefähr 800.000 Kinder keinen Zugang zu angemessener Lebensmittelversorgung haben. Und da kann die Technologie wirklich helfen. Wie können wir verstehen, was in ländlichen Räumen, in Dörfern passiert? Dafür brauchen wir Technologie. Und wir brauchen dafür landbasierte Technologien, aber auch Satellitentechnologie. Satelliten bieten vollständige Abdeckung. Und wie bieten Regierungen Informationen an? Wie vermitteln sie Informationen? Hier ist digitale Informationsvermittlung ganz zentral. Damit können dann alle Menschen zugreifen auf Informationen. Und da kommen wiederum Handys ins Spiel. Kapazitätsaufbau ist hier das Schlüsselwort. Mein Land Samoa hat vor geraumer Zeit den Markt liberalisiert und ich war so stolz, dass ich in mein Dorf mein erstes Handy gebracht habe. Und ich habe dieses Handy meiner Schwester gegeben und wir haben eine andere Schwester angerufen in Australien und ich habe gesagt, hier, hör mal. Und meine Schwester war ganz erschreckt, sie hatte Angst. Und wir nehmen das, für uns ist das heute selbstverständlich, diese Technologie, aber sie war es nicht immer, sie ist es auch nicht. In meiner Organisation schauen wir uns Inselstaaten an, zum Beispiel in der Karibik, und wir sehen, dass dort noch so viel zu tun ist, denn diese Länder sind so isoliert. Aber wir können ja sehr, sehr viel erreichen. Wir haben ein Projekt, das Projekt der Telezentren, wie wir sie nennen. Und ich weiß, dass ähnliche Projekte schon öfter gescheitert sind. Aber wenn wir Telezentren, Telekommunikationszentren in kleinen Dörfern haben und den Frauen dort beibringen, wie man E-Mails benutzt, dann kommt man irgendwann dahin zurück und die Frauen sagen, guck mal, ich habe eine E-Mail bekommen von meinem Enkel in Vancouver und er hat mir Fotos geschickt und das ist so schön. Und das beweist ja, dass man jetzt keine wahnsinnige Bildung, Ausbildung braucht, um Technologie zu nutzen. Ja, es sind globale Herausforderungen, für die wir globale Lösungen brauchen. Aber die Umsetzung dieser Lösungen, die ist erst einmal zentral. Und da schauen wir auf unsere Regierungen, aber auch auf die Menschen. Das ist also unsere Arbeit für die Commonwealth-Länder. Wir geben Ihnen wirklich den Zugriff auf die positiven Aspekte der digitalen Wirtschaft. Das Zentrale ist dabei immer Zugang. Es gibt einfach einen Bedarf nach Zugang. Und hier gibt es eben auch Fonds für universellen Zugang. Die kommen hier ins Spiel. Wir haben zum Beispiel ein Projekt in Malawi und in anderen Ländern. Aber hier möchte ich erstmal stoppen und wir können ja später noch weitersprechen. Danke, Gisa. Herausforderungen und Lösungen in diesem Kontext, die Erde, der Planet. Sie haben ja darüber gesprochen, wie man mit den Regierungen zusammenarbeiten kann im Bereich politischer Initiativen. Ich habe im vergangenen Jahr mit Mike und Lydia zusammengearbeitet, die hier im Publikum sitzen. An einem Projekt. Sie arbeiten beide bei Microsoft und wir schauen uns 82 Breitbandpolitiken in der Welt an und wir versuchen sie zusammenzufassen in einem allgemeinen Algorithmus, um Best Practice zu identifizieren und zu sehen, was solche Richtlinien gemeinsam haben an guten Punkten. Ich spreche darüber, weil wir so oft über Ziele sprechen, aber wie werden die dann in der Politik umgesetzt? Also Gleichstellung, Geschwindigkeit der Verbindung, Erschwinglichkeit. Wie können wir denn einen datenbasierteren Zugang haben? Wir haben all die Daten genommen. Wir haben das Ganze in einem Visualisierungstool zusammengefasst, einem Dashboard. Das ist online, alle können darauf zugreifen. Wir
haben natürlich noch weitere Richtlinien, die wir gerne einfließen lassen würden, aber dennoch gibt es jetzt schon Zugang darauf und man kann schauen, wie man seine Richtlinien und seine Standards vielleicht weiterentwickeln könnte, ohne dass man die einzelnen Richtlinien alle lesen muss. Wenn es darum geht, Probleme der Commonwealth-Länder zu lösen, dann kann man sagen, dass es oft Schwierigkeiten gibt im Bereich Landwirtschaft, Lebensmittelversorgung. Bei uns ist es so, dass wir in ein paar Wochen keine Hühner mehr haben werden. Und wenn ein Geschäftsmodell auf dem Verkauf oder der Nutzung von Hühnern basiert, dann wird das Unternehmen pleite gehen. Es gibt einfach keine Hühner. Und hier können wiederum Technologien genutzt werden, um in diesen Ländern, Commonwealth-Ländern, die Landwirtschaft zu verbessern. Ich weiß, dass in einigen europäischen Ländern genetisch veränderte Lebensmittel haben. Und bei solchen riesigen Problemen, die wir in Afrika lösen müssen, wäre diese Art von Technologie vielleicht auch hilfreich. Gibt es noch weitere Kommentare für das Podium? Und vielleicht haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum. Nur ganz kurz. Was ich der Commonwealth-Familie gerne mit auf den Weg geben möchte, ist Umsetzung. Ich sage immer wieder, toll, wir haben politische Maßnahmen, aber was ganz wichtig ist, ist die Umsetzung. Wenn man die Maßnahmen nicht umsetzt, dann haben wir da schöne Politik, die aber im Regal liegt und Staub ansetzt. Zum Thema Nigeria. Mein guter Freund Professor Tambata war Vorsitzender des CTU-Exekutivkomitees. Und wir sprachen einmal über Landwirtschaft und IKT. Und er war sehr überrascht, als ich gesagt habe, wenn man sich das Ganze als Gleichung vorstellt, dann kann man sagen, nachhaltige Landwirtschaft bedeutet nachhaltiges Leben. Danke. Danke, Gisa. Ich sehe hier ein paar Fragen aus dem Publikum, einmal weiter hinten, einmal am Tisch. Bitte stellen Sie sich kurz vor, bevor Sie Ihre Frage stellen. Dankeschön. Sharif aus den Malediven. Ich arbeite im Ministerium für Wissenschaft und Technologie und es war sehr interessant, Ihnen zuzuhören. Nur zwei Dinge, die für mich zentral sind. Konnektivität ist ganz zentral, um die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Und Sie haben gesagt, bei 30% der SDG machen wir Rückschritte. Was heißt denn das? Wie kann man denn auf der positiven Seite der Technologie sein? Für uns auf den Malediven ist der Umweltschutz extrem wichtig, denn wir sind der kleinste Teil des Planeten. Wir befinden uns in einer Krise. Aber zuvor das haben wir auch eine Konnektivitätskrise. Wir hatten schon einmal sehr gute Konnektivität. Sie war sehr teuer, aber wir hatten über 80% Breitbandnetzabdeckung. Aber man kann eben auch sagen, dass wir davon durchaus profitiert haben im Entwicklungssinne. Aber was unsere Menschen angeht, kann ich sagen, dass wir ein Inselstaat sind mit über 187 kleinen Gemeinden. Und diese sind relativ homogen. In der Vergangenheit hatten wir vielleicht nicht die Art von Vielfalt, die wir gerne hätten. Und wir sind vielleicht nicht so angebunden an den Rest der Welt und daher hält diese Vielfalt auch nicht unbedingt Einzug bei uns. Aber tatsächlich ist es in der Realität so, dass wenn wir Anschluss haben, Konnektivität,
dass wir dann sogar in noch kleineren Blasen leben. Wir überbrücken quasi einen Ozean mit digitaler Technologie und sprechen mit Menschen in New York, in Europa, aber wir sind dann noch mehr in Blasen. Und das bisschen an Vielfalt, was wir hatten auf unseren kleinen, auf unserer kleinen Insel, wird verloren. Und wir haben noch stärkere Homogenität tatsächlich. Nur ein Beispiel. Wir haben sehr, sehr viel erreicht im Bereich Gesundheit. Es geht spezifisch um Impfungen. Aber es gibt so viele Menschen da draußen im Internet, die nicht an Impfungen glauben. Das war bei uns völlig unbekannt. Aber jetzt hat diese Meinung einen Einfluss auf uns. Und deshalb machen wir jetzt Rückschritte bei der Erreichung von SDGs im Hinblick auf Gesundheit. In größeren Ländern ist es vielleicht auch hilfreich, Elektroautos zu haben. Aber in unserem Land sieht das ganz anders aus. Wir müssen... Das ist einfach komplizierter für uns als kleinen Inselstaat. Denn wir können nur begrenzt erneuerbare Energien produzieren. Und das heißt, mit gewissen Technologien importieren wir nur immer mehr Diesel. Und das kann ja nicht der Sinn der Übung sein. Dankeschön. Danke, Sharif. Wir haben noch einen Kommentar am Tisch und dann noch einmal hinten im Saal. Bitteschön. Ich bin Anke Domscheit-Berg. Ich bin Abgeordnete im Bundestag und spezialisiere mich auf Internetpolitik, Netzpolitik. Ich möchte zu dem, was Gisa gesagt hat, zurückkommen, denn wir sprechen oft über Infrastruktur, technischen Zugang und dann digitale Kompetenz, Bildung. Aber ich denke, es fehlt oft eine weitere Komponente, nämlich relevante Inhalte. Meine Frage ist, wie können wir besser darin werden, die richtigen Inhalte zur Verfügung zu stellen, damit Menschen lernen, sich selbst zu helfen, Datenbanken zum Beispiel, frei herunterladbare Dateien für den 3D-Druck, wo man zum Beispiel direkt Adapter ausdrucken kann für Wasserrohre. Oder zum Beispiel solche Druckdaten für Werkzeuge und so weiter. Es gibt kleine Apps, mit denen man ausrechnen kann, ob das Dach seines Gebäudes gut genug ist, um Regenwasser zu sammeln. Das sind ganz einfache Dinge, aber wie machen wir diese verfügbar? Wie zeigen wir Menschen, dass es sie überhaupt gibt? Es gibt auch eine App namens Plantix. Die wurde von deutschen Studenten entwickelt und ist aber auch in anderen Ländern verfügbar. Man braucht ein Smartphone, das ist oft ja schon auch ein Hindernis. Aber wenn man ein Smartphone hat, dann kann man eine kranke Pflanze fotografieren. Das Ganze wird dann mit KI analysiert und es werden mögliche Gründe für diese Pflanzenkrankheit genannt und Lösungsmöglichkeiten, ohne dass man giftiges Pestizid zum Beispiel kaufen muss. Das heißt also auch, es gibt hier all diese Möglichkeiten, Technologien, Produktion zu demokratisieren, Makerspaces. Man kann Menschen beibringen, Dinge selbst zu reparieren, Dinge selbst herzustellen, auch in ländlichen Gegenden vor allem. Wie können wir da besser werden? Hervorragende Frage. Ich glaube, ja, relevante Inhalte auch in den entsprechenden Sprachen. Das ist ja, Sprachbarrieren sind ja auch ein Thema. Dann haben wir noch den Herrn hinten im Raum und dann hören wir noch mal vom Podium. Dankeschön. Mein Name ist Salem Alumfashi. Ich bin Journalist und arbeite zusammen und habe ein Stipendium von Reporters Without Borders in
Berlin. Wie ist es denn in Bereichen, wo es wenig politische Unterstützung gibt für die nachhaltigen Entwicklungsziele? Beispielsweise Bauern in ländlichen Gebieten in Nigeria. Wie kann man ihnen Zugang geben zu Technologie und dann eben auch für gutes Saatgut? Und aber dann haben sie manchmal das Problem, dass sie einfach nicht ihre Ernte in die Städte bringen können, weil es keine Straßeninfrastruktur gibt, weil die Regierung hier gescheitert ist. Dann SDGs und Menschen, da haben wir oft mal absolute Isolation und könnten nicht Google und die UN-Tablets ausgeben an Schülerinnen und Schüler, aber oftmals haben sie dann haben sie noch nicht mal ein Dach in ihrer Schule oder müssen kilometerweit zur Schule laufen. Und was nützt ihnen dann das schöne Tablet? Das heißt, wie kann man auch eine gute Umgebung schaffen, wo einem der Zugang zum Digitalen erst einmal überhaupt nützlich ist? Gute Frage, vielen Dank. Wir haben also drei Kommentare aus den Malediven, aus Deutschland und aus Nigeria. Melissa, wir fangen bei Ihnen an. Ich möchte zu der Frage aus Deutschland etwas sagen. Ich arbeite für IBM, aber ich habe auch mein eigenes Unternehmen. Hauptsächlich bin ich in Tunesien tätig. Was haben wir dort getan? Wir haben uns auf unterprivilegierte Dörfer konzentriert und wir haben dort den Menschen beigebracht, zu programmieren. Und das heißt, sie sollen lernen, ihre eigenen Lösungen zu schaffen. Das heißt, ich schaffe nicht die Lösung für jemanden, sondern ich bringe ihnen bei, eigene Lösungen zu schaffen. In ungefähr 12 Ländern haben durch mein Programm zehntausende Kinder gelernt zu programmieren. Normalerweise dauert ein Kurs 30 Tage. Die jungen Menschen kommen zu und sie haben keinerlei Erfahrung. Aber sie lernen, wie sie eine mobile App programmieren können. Manchmal können sie das mit Lösungen für das Internet der Dinge kombinieren beispielsweise. Was wir tun ist, dass wir holen 30 junge Menschen aus allen Teilen des Landes zu uns in die Hauptstadt. Sie bleiben 30 Tage für uns, bei uns. Wir geben ihnen ein Problem zu lösen, ein reales Problem in ihren Gemeinden. Und sie entwickeln ein Unternehmensmodell. Wir holen auch Menschen aus der Wirtschaft, die ihnen helfen dazu. Und dann ist es ein Wettbewerb zwischen diesen jungen Menschen. Und am Ende gewinnt die beste Idee einen Preis. Ich glaube, dass es nicht hilft, dass jemand aus einem anderen Land kommt und einem eine Lösung serviert. Nein, die Menschen müssen selber die Technologie lernen, aber eben auch unternehmerische Fähigkeiten und Soft Skills, um diese Technologie nutzen zu können. Ich möchte meinem nigerianischen Bruder antworten. Ich glaube, es wäre zu viel erwartet von Google, wenn Google uns schon Tablets gibt und dann können wir nicht auch noch erwarten, dass sie auch noch das Dach reparieren. Das wäre zu viel. Ja, es haben bei uns immer Schülerinnen und Schüler in völlig verfallenen Klassenräumen gelernt und dann kamen Organisationen und haben ihnen Tablets gegeben. Und wir haben Situationen gesehen, wo diese Schülerinnen und Schüler diese Geräte genutzt haben, um Fotos von ihren Schulen in den sozialen Medien zu posten. Und oftmals hat sich dann etwas geändert. Es gab eine Reaktion. Wir haben gemeinsame Verantwortung. Wir als Bürgerinnen und Bürger haben die Rolle, unsere Regierung zur Rechenschaft zu ziehen und sie dazu zu bewegen, ihrer Verantwortung nachzukommen. Das kann ein Unternehmen alleine nicht tun. Wie gesagt, wir haben gemeinsame Verantwortung. Dankeschön. Ich möchte da noch etwas hinzufügen. Sie
haben darüber gesprochen, wie man sicherstellt, dass Regierungen handeln im Bereich der nachhaltigen Entwicklungsziele. Und ich glaube, politischer Wille ist ganz zentral. Die Regierungen müssen sich wirklich den nachhaltigen Entwicklungszielen verschreiben. Und wir beim IGF und anderswo sollten mehr dafür tun, dass Regierungen wirklich verstehen, wie wichtig Konnektivität ist und die digitale Komponente bei jedem der nachhaltigen Entwicklungsziele. Ich glaube, wir sind da noch nicht da, wo wir sein sollten. Es gibt ja die sogenannten Voluntary National Reviews, freiwillige nationale Berichte. Und 30% der Länder, die dieses Jahr den Bericht vorgestellt haben, haben die digitale Technologie erwähnt. Nur 30%. Ich denke, da haben wir alle noch etwas zu tun, wenn ich das so sehe. Dann zurück zu Sherif von den Malediven. Sie haben schon Themen angesprochen, die vorgestern und gestern besprochen wurden. Wenn wir über One World, One Net, One Vision nachdenken, dann denke ich, dass Sie durchaus recht haben, wenn Sie uns daran erinnern, dass Vielfalt wichtig ist, lokale Kulturen, lokale Kontexte. Das ist wichtig und das verdient es, erhalten zu werden. Gisa. Ja, ich möchte auf die Frage der deutschen Vertreterin eingehen. Ich habe mit der ITU zusammengearbeitet, der Internationalen Fernmeldeunion, in einem dieser Telekommunikationszentren oder einem dieser Projekte. Was ganz wichtig war, war eine Bedienungseinleitung in der Sprache vor Ort. Und das hat es überhaupt möglich gemacht, dass Mädchen und Frauen dort zusammenkamen und gelernt haben, mit der Technologie umzugehen. Aber ich glaube, das war im Jahr 2005 vielleicht. Und man musste sich noch einwählen ins Internet. Und ach, übrigens, dieser Ausbildungskurs fand auch in der Sprache des Landes statt. Dann habe ich ein weiteres Projekt durchgeführt zum Klimawandel, ein Frühwarnsystem bei Überflutung in Ost-Uganda. Mit diesem Projekt, und ich hatte Erfahrung aus dem Telekommunikationszentrum Projekt, und bei diesem Projekt haben wir eben in der örtlichen Sprache einen Kurs entwickelt. Und dann haben wir das System entwickelt, also die Technologie. Und ich habe darum gebeten, dass die Anweisung auch in der örtlichen Sprache sein sollte. Also wenn man das erste Mal die Sirene hört, dann heißt es, wahrscheinlich wird es eine Überflutung geben. Dann bei der zweiten Sirene heißt es in der örtlichen Sprache, packen, raus. Und bei der dritten Stufe heißt es, wenn ihr sterben wollt, könnt ihr gerne bleiben. Und nach Umsetzung dieses Projektes ist bei der ersten Flut Umsetzung dieses Projektes nicht ein einziger Mensch gestorben. Und das war das erste Mal, dass niemand sein Leben verloren hatte bei einer Überflutung. Also zum Kollegen bei den Malediven. Ich bin absolut überzeugt, dass wir zwar vor sehr vielen Herausforderungen stehen, dass aber eine Antwort ist, unseren Menschen die Fähigkeiten zu vermitteln, wirklich nachhaltig zu handeln. Danke, Gisa. Ich weiß, dass es noch weitere Kommentare gibt. Ich möchte jetzt aber weitergehen zum letzten Teil unseres Gesprächs. Wir kommen nun zum dritten Bereich, nämlich Wohlstand. Die nachhaltigen Entwicklungsziele zielen darauf ab, dass alle Menschen erfüllte Leben im Wohlstand leben können und sicherzustellen, dass technologischer Fortschritt immer im Einklang mit der Natur stattfindet. Technologie hat eine ganz zentrale Rolle für inklusives Wachstum und nachhaltige Gesellschaften. Melissa, beginnen wir bei Ihnen. Im Kontext der nachhaltigen Entwicklungsziele und
der Agenda für gutes, gute Arbeit, dann SDG 9 und Reduzierung der Ungleichheit. Was haben Sie dazu zu sagen? Wie können digitale Technologien eine nachhaltigere und gleichberechtigtere, fairere Welt fördern? Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte über Sarah, Sahran und Yomna. Sarah, Sahran und Yomna waren 3, 5 und 7 Jahre alt, vor 10 Jahren. Sie wurden an ihrer Schule abgeholt und sie wurden in ein neues Land gebracht. Mein Name ist Melissa Sassi und ich bin die Mutter von Sarah, Sahran und Yomna. Sie leben immer noch in diesem im neuen Land. Für mich bedeutet Inklusion, dass ich eine Mutter bin, echte Konnektivität. Was bedeutet echte Konnektivität denn für uns alle? Für mich bedeutet es eine Mutter sein. Keine Sorge, diese Kinder sind sicher, es geht ihnen gut, ich weiß, wo sie sind. Aber digitale Inklusion ist wirklich für mich mein Lebenswerk. Ich stehe einer IEEE-Arbeitsgruppe vor, wie Sie wissen. Und ich bin auch Teil der Coalition for Digital Intelligence, coalitionfordigitalintelligence.org. Warum spreche ich darüber überhaupt und über mein persönliches Leben? Wohlstand ist eben etwas Persönliches. Es geht nicht darum, was die ITU denkt, Google, IBM. Es geht darum, was diese Mutter auf den Malediven denkt. Übrigens war ich schon mal auf den Malediven und ich würde jederzeit zurückkehren. Aber was denken Sarah, Sahran und Yomna? Sie hatten in ihren Schulen keinen Zugriff und Zugang zu Technologie. Und ich habe ein Programm aufgelegt, mit dem 400 Computer an diese Schule geschickt wurden. Ich weiß, es gibt tausende Definitionen und Rahmen für Inklusion und viele sind nicht in den Sprachen vor Ort verfügbar. Aber ich habe darüber nachgedacht, wie ich die Welt besser machen könnte. Ich habe bei der IEEE ein Team zusammengestellt. Wir haben mit dem Board zu Standards zusammengearbeitet. Wir haben uns die Literatur angeguckt zum Thema digitale Intelligenz. Was heißt digitale Intelligenz? Unser Standardisierungsboard hat 400.000 Mitglieder, also die größte Standardisierungsorganisation der Welt. Und wir haben uns gefragt, was bedeutet es, digital intelligent und kompetent zu sein? Alle haben unterschiedliche Definitionen dafür, aber wir haben Kompetenzen zusammengestellt, die Sie auf unserer Website finden. Und ich glaube, es geht hier um grundlegende Fähigkeiten bis hin zu fortgeschrittenen Fähigkeiten. Und das alles kann, und wenn man besser werden möchte im Bereich Gesundheit, Bildung, Wirtschaft oder auch nur darin, eine Mutter zu sein, dann gibt es immer verschiedenste Kompetenzen, von grundlegenden bis zu höheren. Es geht nicht darum, wie ich lerne zu programmieren. Es werden nicht alle Programmierer sein, aber wie kann ich sicher sein im Internet? Was brauche ich an emotionaler Intelligenz? Und wie finde ich diese Gruppe von Menschen, die hier wirklich eine Leidenschaft haben und wie können diese digitalen Kompetenzen vermittelt werden? Es geht also wirklich darum, dass wir auch praktisch etwas tun. 250 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule. Was tun wir, um diese Kinder informell zu unterstützen? Wie können sie mit Technologie lesen und schreiben lernen? Und kann Technologie ihnen auch noch weiterhelfen, gute Arbeitsplätze zu finden? Ich arbeite viel in Pakistan, das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt. Und es interessiert mich sehr, wie wir zusammenarbeiten können, um junge Menschen in eine Position zu versetzen, wo sie
in der sie erfolgreich leben können. Wenn wir keine digitalen Kompetenzen haben und und wenn wir nicht wissen, wie wir diese erfassen können, dann können wir auch keine Fortschritte erfassen. Danke, danke, Melissa, auch für diese persönlichen Worte. Sie tun sehr viel und vielen Dank dafür. Ich gebe jetzt an Sie weiter, Olumide. Vielleicht können Sie über Ihre Erfahrung in Nigeria sprechen im Bereich Zugang zu gerechter Bildung und guter Arbeit. Danke. I'm going to start by thanking you for inviting me, at least to hear the Nigerian part of the whole thing. So, if I had so much time, I would have gone round the hall asking us one after the other what we understand by fair education. I'm so sure the way a Nigerian man is going to define fair education would not be the same way someone from the UK would define it. I'm so sure if I ask Melissa what she understands by fair education, it would be completely different from my own understanding of fair education. Anders. Ich hatte 12 Jahre Ausbildung, aber würde ich im Rückblick gesehen sagen, ich hatte faire Bildung? Also zur Situation in Nigeria und zu fairer Bildung. Ich möchte mich jetzt auf den nördlichen Teil des Landes konzentrieren. Das ist der Teil, in dem es den schlechtesten Bildungsstand gibt. Es gibt viele Kinder, die gar nicht in die Schule gehen. Sie wissen gar nicht, was Schule ist. In den letzten 10 Jahren gab es Aufstände in Nigeria. Der nördliche Teil wurde eben zerstört und es gab Binnenvertriebene. Also es gab Binnenvertriebene in unserem Land und sie hatten keinen Zugang zur Bildung. Aber jetzt gab es eben auch etwas Entwicklungshilfe von innen und von außen. Es gibt also ein paar Beispiele, die ich nennen möchte. Im Jahr 2006 hat eben das Bildungsministerium ein IKT-Projekt auf den Weg gebracht. Online und da sind die Lehrpläne drauf für die Studierende, für die Kinder, die nicht zur Schule gehen, damit sie eben diese Pläne nutzen können, um selbst zu lernen. Und dann eine Stadt, eine Region im Norden des Landes, also da gab es eine andere Organisation, die den Kindern Laptops gegeben hat mit Inhalten drauf. Also wenn man in Nigeria über Bildung spricht für junge Kinder, dann geht es um das Lernen des englischen Alphabetes. Die Anwendungen haben schon Inhalte, zum Beispiel für Arithmetik, für Mathematik, für Grundrechnen, damit die Kinder schon anfangen können zu lernen, ohne wirklich in ein Klassenzimmer, in eine echte Schule zu gehen. Die Technologie hilft uns also, Bildung auf völlig neue Weise zu betrachten. Es ist ganz anders vielleicht als früher, wo früher mussten die Leute wirklich in eine Schule gehen. Und jetzt gibt es Laptops und die Kinder können diese Laptops nutzen, um zu lernen. Und das war wirklich eine Erfahrung, die es schon länger in Nigeria gibt. Also was bedeutet jetzt eben vernünftig? Also vernünftig in Nigeria bedeutet was anderes als vernünftig in anderen Ländern und also vernünftige Bildung. Und ich habe zum Beispiel mit einem Start-up gesprochen im Bereich Recht, damit sie eben Mitarbeiter rekrutieren konnten und damit sie zum Beispiel auch Leute aus Amsterdam rekrutieren konnte, dann hätte das tausende Dollar im Monat gekostet. Aber das ist wirklich die Realität, auch wenn es mir nicht gefällt. Also sie haben einige Rechtsanwälte in Nigeria engagiert und diesen 300 bis 500 Dollar gegeben. Und für Anwälte in Nigeria ist das ein gutes Gehalt, denn ein
Anwalt in die Gerfe dient nicht gut. Also wenn man jemanden findet, der einem eine Arbeit gibt, dann sitzt man einfach in seinem eigenen Zimmer und man muss einfach nur sich an das System anschließen, sich verbinden, denn diese Technologie hat es eben geschafft, dass manche Menschen auch eine gute Arbeit haben, eine vernünftige Arbeit. Jetzt gleich zurück nochmal zum Panel und dann ins Publikum. Also es geht hier um Wachstum bei dieser Podiumsdiskussion. Die digitale Technologie wird positive Auswirkungen haben für die globale Wirtschaft. Die Zahlen sind riesig. Das sind Billionen US-Dollars, die da an Vorteilen generiert werden bis 2030. Und die Forschung, die wir unternommen haben, zeigt uns, dass die Technologie auch positive Auswirkungen hat für die gesamte Welt. Ich komme ja von einer wirtschaftlichen Initiative und meine große Sorge ist, wie wir eben die negative Seite angehen. Wie können wir etwas verändern, damit das Negative ins Positive umschlägt? Und da müssen wir uns darauf konzentrieren. Also wenn man Technologie einsetzt in einem bestimmten Land, in einem bestimmten Umfeld, dann sieht man, dass die Dinge besser werden. Es gibt Konnektivität, es gibt Bildung, es gibt verschiedene Instrumente für Gesundheit, für Mobilität, für auch das wirtschaftliche Umfeld und so weiter, für die Landwirtschaft, ganz egal. Also die Dinge laufen dann in die richtige Richtung. Aber wir müssen auch berücksichtigen, dass wir auch externe Faktoren bedenken müssen. Und damit meine ich die kritischen Bereiche. Das sind die wichtigsten Bereiche bis zum Jahr 2030, also die wir uns anschauen müssen. Wenn man sich anschaut, wie sich die Welt entwickelt und welche Auswirkungen die Technologie hat auf die Welt, dann sieht man mehrere Dinge, auf die wir uns mehr konzentrieren müssen. Zum Beispiel erstens gibt es da die digitale Kluft. Immer mehr Menschen haben Zugang zum Internet, aber es gibt auch immer mehr, die keinen Zugang haben. Also die Kluft wird größer und viele Menschen, die mit Zugang leben besser als die ohne Zugang. Also es ist wichtig für die Politiker, dass sie ein Gleichgewicht herstellen in der Welt durch die Nutzung von Technologie. Was wir uns auch anschauen müssen, ist das Thema Menschenrechte, Privatsphäre und Sicherheit. Das ist ein absolut wichtiger Bereich, den wir erst einmal verstehen müssen. Denn auch der könnte Auswirkungen haben auf die globale Stabilität. Und ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber wenn Sie die Diskussion in den USA verfolgen und in Großbritannien mit Brexit, mit den Wahlen und so weiter, da sieht man, wie Technologie missbraucht wird für die Destabilisierung des Umfelds, der Demokratie, der Institutionen und so weiter. Und wir müssen uns diese Bereiche anschauen, denn sie haben negative Auswirkungen auf die globale Situation. Das möchte ich hier in die Debatte einbringen. Ich möchte hier einmal unterstreichen, dass ich wirklich überzeugt bin, dass Technologie gut ist für die Welt. Und damit diese bessere Welt auch wirklich umgesetzt werden kann, müssen wir uns einige kritische Bereiche anschauen. Auch Bereiche, wo die Technologie negative Auswirkungen haben kann. Ich habe mir diese Frage angehört von der Parlamentarierin aus Deutschland. Und für mich ist die wichtigste Frage, wahrscheinlich habe ich sie falsch verstanden, aber wahrscheinlich geht es vor allem um die digitale Kluft. Es geht darum, wie können wir sicherstellen, dass alle ans Internet angeschlossen sind, dass jeder Zugang hat zu Informationen. Wie können wir den Schulen die Instrumente zur Verfügung stellen, die sie brauchen, damit die Kinder lernen können? Denn wir haben ein duales System. Wir haben die Privilegierten mit Zugang und wir haben die anderen ohne Zugang. Die Frage, die am wichtigsten ist, und das bringt mich zurück zu meiner letzten Bemerkung, ist, wir brauchen universalen Zugang zur Kommunikation. Wir brauchen Konnektivität überall. Und das bedeutet Investitionen, das erfordert auch politische Maßnahmen. Und wenn es jetzt zur Privatsphäre kommt und zur Sicherheit oder auch zur freien Meinungsäußerung, zu den Menschenrechten, dann gibt es zwei Dinge, die wir sicherstellen müssen im Bereich Technologie. Ethik
Ethik, Ethik. Wir müssen wirklich die Werte uns anschauen. Wenn wir uns an die Werte halten, dann können wir die Herausforderungen rund um die Technologie lösen. Vielen Dank. Wir haben schon eine Frage, aber vielleicht gibt es noch weitere Kommentare. Einen kurzen Beitrag zu dem, was die Parlamentarierin aus Deutschland sagte. Ja, es ist sehr wichtig, dass das Internet an sich schon Informationen liefert und Chancen, ein Land weiterzuentwickeln. In Paraguay ist etwas passiert, also ein Computer mit einer Internetverbindung wurde in ein ländliches Gebiet gebracht und er stand da Monate und es wurde nur erst genutzt, als wir den Menschen zeigten, wie man E-Mails verschickt und was natürlich gut ist. Es gab einen Freiwilliger aus den USA vom Peace Corps, der eben dieses Gebiet besuchte und er sah, dass eben die Leute ein Problem hatten mit der Gesundheit, denn sie kochten in ihren kleinen Häusern und nutzten quasi Kohleherde. Und er sprach dann eben mit dem Leiter dieser Gemeinde und sagte, ja, schauen Sie doch mal ins Internet, dort können Sie sehen, wie Sie besser kochen können. Und zwar hier in Ihrer Gemeinschaft. Und dann haben sie eben alle Häuser einen Kamin eingebaut mit ihren eigenen Mitteln und Werkzeugen. Und das war ein tolles Ergebnis, denn sie haben ein Problem gelöst, das in der Gemeinschaft bestand. Sie haben die Internetverbindung genutzt und das war wirklich beeindruckend. Also was sind Inhalte? Informationen sind nicht Wissen. Aber wenn einem jemand helfen kann, diese Informationen zu nutzen und Wissen zu generieren, dann können tolle Dinge passieren. Und diese Geschichte wollte ich kurz mit Ihnen teilen. Das ist eine wunderbare Geschichte. Vielen Dank. Ich sehe, dass es hier zwei Fragen gibt. Erst der Herr dort drüben, vielleicht sagen Sie Ihren Namen. Vielen Dank. Mein Name ist Marcel Dorch. Ich bin ein Forscher beim Beratungsgremium von Deutschland zu globaler Veränderung. Wir haben gerade einen 500 Seiten starken Bericht zur gemeinsamen digitalen Zukunft vorgelegt. Es geht um nachhaltige Probleme im digitalen Zeitalter. Ich möchte noch ein bisschen das Bild verbreitern. Also die Agenda 2030 sagt ja im Titel Veränderung der Welt. Aber was wir sehen ist, dass die digitale Veränderung eben eine wirtschaftlich getriebene Disruption ist. Also durch digitale Veränderung passieren einfach Dinge, die nicht nachhaltig sind. Die digitale Veränderung und die Auswirkungen wurden nicht vorhergesehen, vorausgeahnt durch diese Agenda. Und es ist eine große Herausforderung, die Gemeinschaften zusammenzubringen und wirklich positive Ergebnisse und Lösungen zu bewirken. Drei Punkte. Wir müssen der digitalen Veränderung einen Zweck geben, eine Stoßrichtung. Und die Instrumente sind heute ein Zweck in sich. Es sind einfach Instrumente, die genutzt werden. Und wir müssen sicherstellen, dass die digitale Technologie an sich nachhaltiger ist, also im Bereich Energienutzung, aber auch um Ressourcenprobleme zu adressieren, zum Beispiel Mineralien und so weiter. Und ich denke, das wurde noch nicht so sehr im Panel besprochen. Wenn es jetzt wirklich um digitale Hebel geht und um die Agenda 2030, dann müssen wir ein bisschen systemisch über die Probleme nachdenken. Also digitale Technologien können zu einer nachhaltigeren Nutzung von Energie beitragen, aber könnten natürlich auch dazu beitragen, dass man Ölfelder ausnutzt. Also die Technologie könnte neue Chancen für den globalen Süden schaffen, aber gleichzeitig könnte auch unsere Weltordnung komplett durcheinandergewirbelt werden und neue Ungleichheit bewirken. Wir könnten mehr Wissen generieren, aber könnte auch zu totalitärer Herrschaft führen, wie zum Beispiel in China, oder auch zu großen Ungleichheiten beitragen, zum Beispiel bei den Technologiemonopolen. Und das ist meine Frage an das Panel. Wie können wir die digitale Veränderung wieder so nutzen, dass sie uns hilft, eine nachhaltige Entwicklung zu bewirken, überall in der Welt und auch bei der UN? Vielleicht hat auch die ITU Hebel im Bereich Datenpolitik. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, dem wir uns annehmen müssen bei der UN und natürlich auch in der Politik, auch wenn es um die nicht digitalen Rahmenbedingungen geht. Ja, vielen Dank für diese Bemerkung. Es gibt auch jemanden weiter hinten im Raum. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Santiago. Ich komme aus Kolumbien. Ich bin Leiter
eines Innovationslabors für die Stadt Bogota. Ich habe früher für eine Agentur gearbeitet, die Computer vergibt oder gibt an alle Schulen in Kolumbien, selbst die Schulen, die auf dem Land angesiedelt sind. 10 Jahre sind seither vergangen und wir haben nicht mal einen Punkt zugelegt bei der Messung, bei den Messungen der Qualität der Bildung. Damals war ich so Politiker und ich dachte, es ist ein Versprechen, wenn ich diese Computer diesen Schulen gebe, dass alles sich verändern wird und zwar zum Guten. Aber jetzt muss ich sagen, dass das wirklich nicht so war. Und als mir das klar wurde, habe ich versucht zu verstehen, wie diese digitale Kluft funktioniert. Also es geht bei der digitalen Kluft nicht nur um Internetzugang, sondern auch, dass man weiß, wie man das Internet nutzt. Es gibt 7 verschiedene digitale Kluften. Also Geschwindigkeit der Verbindung ist wichtig. Aber was für mich am wichtigsten war, ist Folgendes. Also es gibt diese Kluft, also diese Kluft zwischen der Absicht, Menschen in einer Stadt zu erreichen und diese Absicht, auch die Menschen auf dem Land zu erreichen. Da gibt es eine große Kluft, also zwischen Land und den Städten. Also in beiden Gebieten können natürlich Facebook genutzt werden, aber es gibt verschiedene Absichten. Also einmal, wenn da Güter, sollen da Güter verkauft werden. Und wir versuchen also, diese Absichten zu messen und haben einen Maßstab entwickelt, der ist Gini, und also es geht um die Messung der Qualität in der digitalen Welt. Und dann haben wir den Marquio-Effekt. Ein Professor hat den beschrieben. Also wenn man weiß, wie man liest, dann kann man etwas schneller lernen. Wenn man lesen kann oder nicht, wenn man nicht gut lesen kann, dann kann man das Wissen erweitern, aber nur ein bisschen. Und das Gleiche gilt auch für das Internet. Wenn 2 Menschen den gleichen Ausgangspunkt haben, aber verschiedene Wettbewerbsvorteile haben, dann wird das Internet ihnen auf unterschiedliche Art und Weise helfen, in unterschiedlichem Ausmaß. Also wenn sie zum Beispiel keine zweite Sprache sprechen in Kolumbien, also wenn sie wissen, wie man Englisch spricht in Kolumbien, dann ist ihre Ausgangslage ganz anders. Verglichen wenn man das Internet nutzen will und kein Englisch spricht, also Zweisprachigkeit, ist wirklich etwas ganz Entscheidendes für die Internetnutzung. Wenn man ein Bankkonto hat und eine Kreditkarte, also wenn man das nicht hat, dann ist das Internet, bietet das Internet nicht so viele Möglichkeiten. Dann kann man, also wenn Sie zum Beispiel schlechte Bildung hatten in der Grundschule, dann können sie gar keine klugen Fragen stellen, um Informationen zu bekommen. Also da wird das Internet wieder ein anderes Ausmaß wieder anders für sie sein. Vielen Dank, ich muss sie jetzt abwürgen, denn auch wenn das wichtige Kommentare waren, wir haben einige Fragen von den Fernteilnehmern. Wir haben eine Frage von Benjamin aus Namibia. Ja, hallo. Ich bin wieder da. Ich hätte eine weitere Frage an das Panel, und zwar wäre es möglich, die großen Technologieunternehmen dazu zu kriegen, dass
Sie sich an einen Tisch setzen. Denn, also es geht mir hier um Folgendes. Wann immer wir uns im IGF unterhalten, dann sprechen wir über Entwicklungsländer, dann sprechen wir über ländliche Regionen und so weiter. Aber was ich mich frage, ist, wäre es nicht möglich, die großen Tech-Unternehmen dazu auch tatsächlich zu diesem Gespräch dazu zu holen, sodass sie wirklich das Thema auch einbringen können in dieses Thema? Denn wir brauchen ja diese Technologien. Auf diese Weise ist es dann möglich, dass sie auch von ihren vielen Einkünften etwas zurückgeben können und dass das dann in Innovationen und Ideen fließen kann. Das wäre meine Frage, denn diese großen Technologieunternehmen sollten einfach auch einbezogen werden und gerade auch hier im IGF. Vielen herzlichen Dank, Benjamin. Das ist eine große, ein toller Kommentar. Ich glaube, wir haben noch 5 Minuten und ich würde jetzt gerne die Kollegen hier auf dem Panel dazu aufrufen, einzugehen auf die Kommentare, die Sie gehört haben. Vielleicht haben Sie ja auch etwas Besonderes gelernt jetzt heute hier. Alexandra, vielleicht fange ich mit Ihnen an, denn es gab ja eine Frage, die sich nur an Sie gerichtet hatte. Können wir die großen Technologieunternehmen, also Google, denke ich, ist damit eingeschlossen, können wir die mit an den Tisch holen? Also wenn Sie vielleicht auf Benjamins Frage antworten könnten, vielleicht haben Sie ja auch noch etwas, was Sie beitragen wollten. Ja, gut, okay. Ja, große Unternehmen, im Grunde Unternehmen aller Größen, möchten gerne sich in den IGF einbringen. Wir unterstützen sehr stark dieses Format, diesen Dialog, die Gespräche darüber, wie das Internet sich entwickelt. Und wir möchten natürlich auch dazu beitragen, dass es funktioniert. Also eine ganz einfache Antwort, ja. Was jetzt mögliche Lektionen angeht, die ich vielleicht gelernt habe, ich habe ja jetzt von Ihnen auf dem Panel gehört und auch vom Publikum. Ich glaube, es ist wieder so, dass wir einfach zusammenarbeiten müssen und dass wir das auch wirklich tun müssen, nicht nur darüber reden. Und wichtig ist eben auch, dass wir in den technologischen Unternehmen bei unserer globalen Arbeit auch sicherstellen, dass uns bewusst ist, wie tatsächlich unsere Produkte vor Ort funktionieren in verschiedenen Ländern der Welt. Und das kann dann dazu führen, dass wir unsere Produkte anpassen müssen, zum Beispiel unsere Apps und so weiter, sodass auch eben die Gemeinschaften vor Ort jeweils sich wiederfinden in den Produkten, die wir ihnen anbieten. Wunderbar, bitte. Ja, vielleicht haben wir ja auch Vertreter der großen Tech-Unternehmen schon unter uns, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel bei uns in Nigeria ein Problem haben. Ich selber arbeite ja im Bereich Recht und da haben wir hauptsächlich das Problem, dass es zu lange dauert, bis die Rechtsprechung erfolgt. Manche Fälle sind 30, 40 Jahre anhängig vor den nigerianischen Gerichten und es dauert unfassbar lang, bis ein Urteil tatsächlich formuliert ist. Und ich weiß, dass es sehr viel Unterstützung gibt, auch für Juristen, auch technische Unterstützung. Und wenn es Software geben könnte, die auch den Richtern helfen könnte beim Formulieren ihrer Urteile, ich sage Ihnen, das würde eine ganze Reihe unserer Probleme in der Justiz bei uns lösen. Mir tut es erst einmal leid, dass die Programmierung, dass das Programm hier nicht so ganz funktioniert. Ich kann mich daran erinnern, dass es funktioniert hat. Ich war dabei, als es vorgestellt wurde und ich war eingeladen zu der Vorstellung. Es tut mir wirklich leid, dass es jetzt nicht funktioniert. Es erschien mir doch ein sehr gutes Programm zu sein. Aber gut, so viel dazu. Jetzt zu den Fragen, die aufgeworfen wurden. Die erste Frage. Ja, zunächst einmal ist das kein IKT-Problem, sondern ein politisches Problem. Es geht bei der ganzen Frage der Bergwerke und so weiter um Zugriff auf Metalle. Wir haben das bei Jesse bereits vor 10 Jahren angesprochen, also gerade das, was in Kongo geschieht. Wir haben die verantwortliche Mineninitiative und es gibt sehr viele, die sich daran beteiligen, 8000 Unternehmen und so weiter. Aber es ist noch immer ein Problem, weil die Unternehmen tatsächlich die Kontrolle ergreifen und weil es Kämpfe gibt um diese Metalle, die dort gefördert werden.
dann weitere Probleme, die im Bereich der Technologie entstehen. Nun, da stimme ich Ihnen zu. Es ist ein Thema, das wir lösen müssen. Technologien können zum Guten genutzt werden, aber sie können auch viele Nachteile nach sich ziehen. Und deshalb ist es so, dass wir in unserem Bericht auch durchaus die negativen Aspekte, wie zum Beispiel nicht nachhaltigen Verbrauch und E-Abfall, besprochen haben. Wir haben 3 oder 4 Mobiltelefone pro Person. Wir konsumieren zu viel. Das macht alles keinen Sinn. Und das bedeutet, wir müssen tatsächlich mehr sinnstiftend arbeiten. Wir brauchen die Zivilgesellschaft, wir brauchen Politiker, wir brauchen Unternehmen. Und es muss klar sein, dass man gemeinsam einen Weg finden muss, wie wir die negativen Aspekte umkehren können ins Positive. Und das ist möglich, weil wir das Wissen haben, weil wir eigentlich nur den Willen brauchen dazu. Und deswegen rufe ich auch Sie alle hier dazu auf. Denn ich glaube, wir können sehr, sehr viel gemeinsam erreichen. Vielen herzlichen Dank. Also digital, aber sinnvoll. Das gefällt mir. Ich möchte abschließend sagen, dass digitale Technologien ein Instrument darstellen. Ein Instrument, das es uns und unseren Regierungen und unseren Ländern und unseren Völkern ermöglicht, die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen. Die digitale Transformation ermöglicht es der Regierung, die Umsetzung schneller, effizienter und effektiver zu gestalten. Auf diese Weise auch den Bürgern besser zu dienen und die Dienste zu erbringen, die unsere Bürgerinnen und Bürger so sehr brauchen. Noch immer gibt es die digitale Kluft. Und wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, diese Kluft zu überwinden. Und das Wichtigste von allem ist, dass wir Kapazitäten aufbauen müssen, wo wir Herausforderungen sehen, und das habe ich schon vorher gesagt, muss man sich diese Herausforderungen genau ansehen. Und ich bin sicher, dass man dann erkennt, dass es tatsächlich neue Anforderungen gibt, die wir erfüllen müssen in puncto Wissen und Verstand. Und so können wir sicherstellen, dass alle 17 SDGs auch erfüllt werden. Ich möchte abschließend auf die Frage eingehen, die aus Kolumbien kam. Da ging es ja um das Projekt. Ich glaube, Sie haben eine etwas falsche Perspektive. Ich denke, das, was Sie da gemacht haben, ist gut. Wenn Sie sich jetzt die digitale Kluft ansehen und das, was Sie leisten, dann sollten Sie nicht die Erwartung haben, dass Sie nach Abschluss Ihres Projekts nur Software-Ingenieure ausgebildet haben. Alles kann passieren, wenn Sie Kindern Codieren beibringen, Programmieren beibringen. Aber das heißt nicht, dass alle von Ihnen super in Mathe sind oder in Geografie. Aber es werden andere positive Effekte entstehen, die Sie noch gar nicht im Blick haben. Und wenn Sie jetzt Ihr Programm mit denselben Standards beurteilen wie traditionelle Programme, dann sind Sie auf dem Holzweg, glaube ich. Daher würde ich jetzt eher einen positiveren Ansatz verfolgen und sagen, hoffen Sie einfach, dass es besser wird. Und wenn Sie zunächst einmal eine Anbindung an das Internet ermöglichen, dann werden auch gute Effekte folgen. Okay, ich möchte natürlich, dass wir pünktlich schließen können, also beeile ich mich. Zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie mich hierhin eingeladen haben, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, Ihnen meine Gedanken mitzuteilen. Ich habe einige Schlagwörter notiert, die ich heute für wesentlich halte. Wir hatten ja Benjamin am Telefon und wir haben hier auf dem Podium 2 große technische Unternehmen, nämlich IBM und dann hier Google vertreten. Und ich glaube, wir beide sind sehr, sehr leidenschaftlich bei diesem Thema. Und ich glaube, das gilt auch für viele andere große Unternehmen. Und wir sind hier, weil es uns wichtig ist. Nicht nur, weil wir unsere Arbeit machen müssen, sondern weil es uns wirklich wichtig ist. Also hier die Schlagworte, die mir heute aufgefallen sind. Zusammenarbeit. Dann Inhalte in lokalen Sprachen, wichtige Instrumente, Verbesserung von Gesundheit und Bildung, Inklusion von Frauen
Und Mädchen und Inklusion im Allgemeinen, Bezahlbarkeit, sinnvolles Wissen und Fähigkeiten, Internetgeschwindigkeit, politische Abstimmung, Umsetzung, Schutz und ich glaube, Medienkompetenz ist eigentlich ein Menschenrecht. Vielen Dank. Melissa, Sie haben mir jetzt die Aufgabe sehr erleichtert, denn Sie haben mir einfach die Worte aus dem Mund genommen. Gut. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Panelisten bedanken. Das war wirklich eine hervorragende Diskussion. Wir haben ja ungefähr 2 Stunden jetzt gehabt. Das klingt vielleicht nach viel Zeit, aber es war nicht genug Zeit, denn wir haben so viele Herausforderungen angesprochen, so viele Themen und Probleme, die eigentlich tiefer erörtert werden müssten. Für mich persönlich ist das, was ich vor allem gelernt habe, wie Sie auch gesagt haben, ist Zusammenarbeit. Ja, und Madeleines Punkt möchte ich noch aufgreifen. Ja, wir sollten aufhören, darüber zu reden und endlich zur Tat schreiten. Es ist wirklich Zeit, nicht mehr zu reden, sondern zu handeln. Denn es gibt noch immer 3,6 Milliarden Menschen auf der Welt, die auf uns warten. Und wie wir schon gestern gehört haben und heute auf dem Panel, werden wir nie genug Lehrer haben, wir werden nie genug Ärzte haben und wir werden nie genug Krankenschwestern und Pfleger haben. Und deshalb ist die Anbindung an das Internet wirklich eine Chance für die Welt, einige der größten Entwicklungsherausforderungen anzugreifen. Und es gibt sehr, sehr viele Risiken, auch über die haben wir gehört. Melissa, Sie haben auch gesagt, dass wir müssen feststellen, wie wir es schaffen können, dass wir das Internet zum Guten nutzen. Und ich glaube, das Internet ist eine Schlüsseltechnologie. Es ist nicht ein Selbstzweck, sondern es ist ein Instrument. Und ich glaube, wir haben eine moralische Verpflichtung, hier zu handeln. Und das ist wirklich unsere Hoffnung auf die Erzielung der nachhaltigen Entwicklungsziele. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zunächst einmal der MAG danken dafür, dass Sie uns hierher eingeladen haben. Das ist wirklich eine große Ehre und eine Freude für mich gewesen. Vielen Dank, Miguel und Timer. Es ist fantastisch, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte mich auch bedanken bei denen, die die Untertitel gemacht haben und auch bei allen, die Debatte von außerhalb Berlin verfolgt haben. Des Weiteren möchte ich mich bedanken bei meinen Mitdiskutanten. Das war wirklich eine Freude, Ihre Diskussion heute zu moderieren. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen, Doreen. Vielen Dank.